Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Core Keeper. So schön sieht's aus bei uns. So, was wollen wir als nächstes machen? Erstmal die Truhen ausleeren. So. Wir könnten eigentlich mal einen großen Schleimraum bauen. Obwohl wir, naja, eigentlich haben wir genug Schleim im Moment. Hier. So. Das behalten wir uns vorerst. Ich würde gerne den hier bauen. 5 Tin Bar. 10 Fiber. Haben wir 5 Tin Bar? Nein, wir haben nur noch 3. Und hier liegt auch nichts drin. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Tin Bars. Das ist so schön mit dem neuen Schwert. So. Apropos schön. Das ist doch cool. Das geht sehr, sehr fix und her damit. So. Und wir sind hier. Okay, wo gehen wir hier? Gehen wir hier mal rüber. Hier sehe ich auf die Schnelle nichts glitzern. Ah, hier oben. Zum Glück haben wir auch ein paar Brücken noch dabei. Gold, ja, gut. Okay. Das ist immer noch Clay. Ich glaube, ein wenig weiter oben hört Clay auf. Okay, ich glaube, hier ist so quasi die Grenze. Hier oben ist dann kein Klee mehr. Also werden wir hier ein wenig weiter schauen. Und hier ist dann auch... Whoops! So, hier ist dann auch Schluss. Ich sehe gerade, mit unserem Leben sieht es nicht so toll aus. Wir haben genau 2 von 155. Da hatten wir jetzt eigentlich richtig Glück. Ich werde dann
auf jeden Fall hier weiter Richtung Westen gehen. Ja, und dieser Boss hier wird das, sofern das ein, ja, das ist bestimmt ein Boss, der wird auf jeden Fall der nächste auf der Speisekarte bei uns sein. Den werden wir uns schnappen. So, erstmal ein wenig umkurvt hier alles. Und jetzt gehen wir ein bisschen hier rüber und werden schauen, wo es glitzert. Hier erstmal nicht. Okay, der geht hier rüber. Oh, hallo. Aha, I need a drill. Der geht dann hier rauf. Hier ist jedenfalls ein bisschen Tin. Und ein bisschen Gold. Und unsere Spitzhacke ist gleich hinüber. Da glitzert leider gar nichts. Wow! Daneben. Wow, da sind viele. Jetzt ungemütlich. Ja, das ist so ein Nest. So. Und hier haben wir noch unsere kleine Belohnung dafür. Ups. Schaffen wir das noch? Nö. Da glitzert auf jeden Fall mehr. Hier auch noch. Wobei das ist, okay, das ist im Wasser. So, jetzt hoffe ich, dass der kleine Boss nicht kommt. Okay. So, dann können wir jetzt wunderbar wieder rauffahren. Zum einen wieder Inventar leeren, Seeds anbauen und reparieren. So, hier können wir gleich mal Seeds hinpacken.
Bomb Pepper. Dann diese hier. Und Glow Tulip Seeds. Seed-mäßig war es das jetzt hier. Auf jeden Fall, wenn uns das Essen ausgeht, haben wir hier genug Nachschub. Ein bisschen Sand. Auf jeden Fall haben wir wieder 10 Tin. Das ist fein. 2 Gold. Gold können wir hier nicht machen, oder? Nö, Eisen. Bis Eisen geht's hier. Das kann ich verkaufen. Die gehören in die andere Truhe. Lava Meat. Dann haben wir noch eine Hardberry und eine Crude Bomb. Okay. Das hier verkaufen wir ihm. Ja. Das legen wir erstmal rein. Vielleicht haben wir später noch Sachen, die uns gut weiterhelfen, die er uns verkauft. Dann wollten wir noch reparieren. Und zwar die Spitzhacke. Und dann sollten wir auf jeden Fall genug Rohstoffe haben für diese. Ach so, das war schon für diese verbesserte Tasche. Ach so, 10 Fiber fehlen noch. Die sind hier. 10 Stück. Zack. Was haben wir hier noch? Painter's Table. Eisen müssen wir auf jeden Fall finden. Railway Forge haben wir schon gebaut. Carpenter Table. Crafting Decorative Furnishing. Da wäre mir. Entschuldigung. Da wäre mir im Augenblick der Alchemy Table lieber. Da brauchen wir nur ein paar Schleimis. Dann können wir den schon bauen. 10 Inventory Slots, Inventory Slots und plus ein Movement Speed. Schön. Wir haben noch immer kein, was ist das, Amulett oder Necklace? Machen wir das auch. Ein bisschen mixen hier. Die alte Tasche können wir auch wegpacken, also verkaufen. So, das Zeug ist hier. Und der Schleim war auch hier. Und der Alchemy Table bauen wir jetzt mal ein bisschen um hier. Ich habe ja hier ein bisschen umgebaut. So, einmal, zweimal, dreimal,
das Zeug hier. Gehen wir hier hin. Und den Alchemy Table bauen wir erstmal einfach hier nebenan. Was kann man jetzt hier damit machen? Healing Potion, 3 Slime, 3 Heartberry. Enrage Potion. Da brauchen wir Lava Meat, Stone Skin Potion, da brauchen wir Karok. Crude Bomb können wir basteln und Bomb können wir basteln. Das macht ordentlich Mining Damage auch. For Crowd Control and Facing Giant Enemies. Dann hätten wir hier noch Painter's Table und Carpenter's Table. Da brauchen wir auf jeden Fall dann Tin Bars. Hier haben wir noch eine Tür. Na, die bauen wir hier hin. Genau, schön. Tin Bar. Ups. So. Ach so, Holz sollten wir auch wieder mal ernten quasi. Sonst wächst es uns über den Kopf. Beziehungsweise wächst es uns in unsere Basis rein. Das gefällt mir. Oh, das war nix. So. Gut. Wie sieht's bei unseren Schleimis aus? Naja, einer. Oh, und schon wieder ein Root Seed. Boah, wo bauen wir das hin? Ach, wir machen das jetzt einfach hier hin. So. Oh, das war doof. So, hier legen wir eigentlich eine große Strecke sehr, sehr schnell zurück. Ja, dort drüben Richtung Westen. Ich hoffe, es kommt jetzt dieser Käfer nicht. Wo war das? Hier drüben war das, genau. Schön, schön. Das alleine waren schon 5. Okay, das war
quasi nichts. Oh, da drüben. Da ist jetzt die Frage, ja, das ist noch Kleegebiet, also ist das Tin. Da unten dieses Gittern, das ist wieder beim Wasser, glaube ich. Noch was? Ja, komm schon wieder. Mich würde jetzt mal interessieren, wo der beginnt oder wo der seinen Weg beendet. Das wäre schon mal interessant. Oh, was ist denn da? Da im Westen, da ist was. So, erstmal hier rüber zum Glitzerzeug. Aber dann müssen wir auf jeden Fall hier Richtung Westen schauen. Da habe ich was entdeckt. Das sind auf jeden Fall schon Schienen. Da hat schon mal jemand gebaut. So, wir sollten dann wirklich was essen. Das machen wir jetzt mal kurz. Dann kann es auch schon weitergehen. Sollte nicht hier irgendwo der Weg sein? Nö, wir sind ja schon, ja, wir sind schon weiter südlich. Ob wir wohl hier auch auf Eisen stoßen? Oh. Puh. Irgendwie bin ich wieder vom Weg abgekommen. Ich wollte da oben schauen. Da. Uff. Puh. Au. Das sieht gerade lebenstechnisch gar nicht so gut aus für uns. Okay, das ist nur ein kleiner Teil hier gewesen. Schade, ich dachte, da wär was Größeres. So, wir befinden uns jetzt hier. Ich brauche dringend einen Weg hierüber.
Naja, hier. Hier wohl nicht gerade. Der geht dann durch. Uff. Oh Mann. Ich glaube, ich werde dann gleich wieder sterben. Boah, ja, genau. An einer ziemlich ungünstigen Stelle, wie ich finde. Oh, das Holz ist schon wieder am Wachsen. Das ist jetzt wirklich eine unangenehme Stelle hier. Ja, wir werden trotzdem schauen, dass wir hier rüber gehen. Mann, ich bin doof. Ich hätte reparieren sollen. Ach. Okay. Rüber. Ich komme schon wieder vom Weg ab. Vom Plan. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich hier ganz richtig. Wow. Big Lava Figurine, a lifelike representation of a big lava. So, hier haben wir jetzt unser Zeug. Ring of Stone. Das, ich glaube, wir haben nur Ring of Stone. Ja, leider. Ring of Rock hätten wir gebraucht. Oh, oh. Mann, Mann, Mann. Leider ist die Waffe sehr, sehr langsam. Ach. Ja, neuer Talentpunkt. Also hier zahlt sich wirklich alles irgendwann aus, weil egal was man macht, man wird besser darin. Ich würde dem wirklich furchtbar gern mal nachlaufen. Außerdem brauche ich, glaube ich, dringend was zu futtern. Eigentlich ist das unter Umständen richtig riesig. Ich weiß nicht, wie weit das hier geht. Ja, ich denke,
Wir sollten wieder in die Basis gehen. Wieder ein neuer Punkt. So, die Frage ist, kommt der noch mal jetzt auf die Schnelle? Wow. Wie kann ich den killen? Das wird noch eine spannende Frage. Der ist ja trotzdem schnell. Diese Frage stelle ich mir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit. So, wir haben hier mal Ground Acid Slime. Oh, hier. Auf jeden Fall sind hier unten. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach große Tin-Vorkommen sind, wo wir eine Drill brauchen, oder ob das schon Eisen ist. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es einfach ein großes Tin-Vorkommen ist. Ja, zumindest Range Combat kann ich hier skillen. So, jetzt gehen wir wirklich zurück. Ich liebe meine Schrotflinte. Aber wie gesagt, ein Amulett fehlt mir noch. Und ich glaube, ich muss jetzt mal ein paar Heiltränke auch basteln. Ach, schon wieder daneben. Da haben wir schon wieder haufenweise neue Seeds. Sieben. Ich denke, ich belasse es erstmal hierbei und werde mir eine Truhe basteln, wo ich überschüssige Seeds reinpacke. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Das wird meine Seedbox. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals was mit diesen ganzen Walls hier anstellen kann. Soll. Hier haben wir auch noch Schleim.
Die Skulls könnte ich eigentlich verkaufen. Aber im Moment habe ich ja noch keine Geldnot. 38 Tin Ore, das ist ja mal. Das ist ja mal was. Vielleicht sind Bomben die der Schlüssel zu diesem Boss. Wer weiß. So, trotzdem einen heben wir uns noch auf hier. So. Was benötigen wir für einen Painter's Table? 5 Tin Bars, 8 Slimes oder 6 oder 8 Slimes. Habe ich nicht ganz lesen können. Ein paar Tin Bars habe ich ja hier noch. Ist noch nicht. Oh, ist schon genug. Wunderbar. Und dann hätten wir hier noch. Brauchen wir noch 8 für den Carpenter's Table. Mit Slime und Wood können wir die Sachen einfärben. Wir machen jetzt mal hier einen gelben und machen unsere Seed. Oh, der bleibt mir. Unsere Seedkiste gelb. Also ich könnte mir die aufheben. Das ist interessant. So, wir stellen ihm hier seine Hütte zu. Der ist ohnehin nie drin. Der ist immer hier am Arbeiten. Und reparieren wollten wir noch. Wasser könnten wir auch noch brauchen. Sieht schon wieder gut aus. Bomben. Bomb Pepper und Slime. Haben wir beides. Und Bomb Pepper werden wir jetzt auch gleich wieder ernten und wieder anbauen. Ups. Naja, immerhin. Das Problem können wir auf die Schnelle lösen. So, bewässert ist auch wieder alles. Ein paar Tin Bars haben wir auch wieder. Bomben. Ich glaube, 24 Bomben und 10, also 24, genau, Bomben und 10 Crude Bombs. Ich hoffe, damit könnten wir den Boss legen.
Das hoffe ich wirklich. Und wir sollten dann auch noch was zu essen machen. Den Carpenter Table haben wir jetzt noch nicht. Ein Rug, Pedestal. Showcase your findings. Sehr cool. The decorative torch can be painted. Okay, dafür brauchen wir Stone Walls. Apropos, wir können ja Stone, alles Mögliche aus Stone machen. Paintable Wall. Ach so, das ist nicht Stone, Paintable Wall. Wood Fence Gate, Wood Fence, Paintable Floor. So, hier mache ich noch, hier mache ich es noch schöner. Ja, okay. Dann sind die Vorbereitungen quasi erstmal abgeschlossen für den Boss. Und wir schauen mal, ob wir beim nächsten Mal, ob wir das den legen können. Ob wir dem wirklich so viel zusetzen können, dass er aufgibt. Außer es gibt irgendwas, das uns quasi immun gegen diese Schleimdinger macht, damit wir nicht mehr langsamer werden. Hätte ich jetzt allerdings nichts gesehen, also setze ich all meine Hoffnung in diese 34 Bomben. Eine sollten wir doch fast mal probeweise in kontrollierter Umgebung zünden. Boah, das ist. Also hiermit zu zielen auf den Boss, das wird schwierig. Mal schauen, vielleicht fällt mir bis zum nächsten Mal noch irgendwas ein oder ihr habt vielleicht Ideen. Mal sehen. Okay, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.